Ihr Lieben, wir haben wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut, um einen Klassiker neu zu gestalten. Diesmal ist es Zorro, der schwarze Rächer. Und Lars, du hast die Titelrolle, du bist Zorro. Du brauchst Mantel, Degen und natürlich die Maske und musst wissen, wo hinein man am besten dieses Z schlitzt. Und ich würde vorschlagen, in den Körper des Bösewichts. Ja, Tätje. Genau. Das ist aber ein großes Du bist der Gegenspieler, du bist der grundböse Don Luis Quintero. Und der zerrt natürlich die schöne Juanita von dem Traualtar. Keine Angst, Tätje, es ist wirklich Caroline. Ich spiele diese Rolle diesmal nicht. Nein, nein. Ich würde dann die Rolle des Priesters übernehmen. Der muss ja auch irgendwie besetzt werden, weil der Regisseur heute Abend, das bist dann du, Olli. Mhm. Du wirst mit uns diese Szene dann neu gestalten. Also du musst sagen, was wir machen und vor allem in welcher Art und Weise wir das geben sollen. Also würde ich sagen, wir schmeißen uns jetzt mal in Mantel und Degen und ich übergebe an die Regie. So, also die Szene ist ja klar. Der Schurke ja. Don Luis Quintero zerrte Juanita gegen ihren Willen vor den Altar. Also du willst sie in Grund und Boden heiraten. Ja. Kaputt heiraten. Und dann kommt halt Zorro, der Rächer der Enterbten, und verhindert diese Hochzeit und macht den Bösewicht natürlich mit seinem Degen fertig, nicht ohne seine Initialen oder seinen kompletten Namen zu hinterlassen. Also wir steigen ein, da wo der Schurke Don Luis Quintero versucht, Juanita gegen ihren Willen zu heiraten. Du schleppst die am besten die Kirchentreppe herunter vor den Altar. Okay. Und irgendwann greift Zorro dann ein. Wir sind Spanier, ne, oder? Mexikaner. Die sprechen aber so ähnlich. Und Action. Nein, ich will nicht. Los, komm mit. Ich bin Don Luis und du bist bald Donna Luisa. Nein, nein. Ich will nicht. Du heiraten jetzt. Mariajo! Ihr Kindlein, was führt euch in meine kleine, bescheidene Kapelle? Na was? Wohl, hier ist meine Ehefrau, ich will heiraten. Sofort. Ich will nicht heiraten, ich will nicht! Nein. Das ist ja schön, dass du so willig bist, diesen, wer sind Sie? Don Luis, wer bin ich? Quintero! Quintero! Sie sind der Quintero! Ja. Ich freue mich, euch zwei lieben Kindlein in diesem heiligen Bund der Ehe zu verführen. Hier sind die Ringe. Oh, die sind hässlich. Oh, die sind zu klein. Was? Oh, stopp. Es wird nicht zu dieser Heirat kommen. Kann sein, weil meine Flasche ist nämlich leer. Jetzt ist Schluss, Schurke. Du setzt dich hin. Ja, ich rette dich jetzt, okay? Ja, aber du bleibst hier und hältst die Klappe. Sie, mein Junge. Und jetzt zu dir. Fuhl noch, Pfeif? Das kann ich niemals tun. Das kann ich nicht verantworten, schwule Hochzeit. Du wirst dich jetzt mit mir im Duell stellen. Ach du lieber Himmel. Hast du gehört? Oh. Okay. Moment. Wie lächerlich. Na, warte. Ich kann nicht hingucken. Ich hab noch nass im Ärmel. So, jetzt sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Warte mal kurz. Umdrehen. Umdrehen. Ja, so nee, da war viel Schönes dabei. Auch, dass du den Pfarrer so Richtung Junke gespielt hast, hat mir sehr gut gefallen. Die Peitsche würde ich ein bisschen dosieren. Das war mir zu viel SM, aber wenn es dir gefällt, ist ja die Hauptsache. Mein Vorschlag ist, wir machen es jetzt nochmal und denken ein bisschen mehr bei der Inszenierung an diskriminierte Minderheiten, die sonst im Fernsehen nicht vorkommen. Spielt die gleiche Szene nochmal, aber als Ossis. als Ossis, die in der Vergangenheit leben, also als DDR-Nostalgiker. Ja? Die ganze Szene nochmal. Da ändert sich für mich praktisch nichts. Du mach einfach so weiter. Und Action. Nein, ich will dich heiraten. Komm mit. Kinder, ich bin ja so froh, es kommt ja kaum noch jemand. Seitdem diese Montagsdemos vorbei sind, kommt ja praktisch keiner mehr in die Kirche. Also ich heirate den auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Hey, du mach mal. Mein Name ist Don Ossi Kinden Quedlinburg. Herr Quedlinburg. Don Ossi. Ihr Kindler,
dann da freue ich mich ja, dass wir zusammengekommen sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das jetzt heutzutage hier handeln. Gibt es das jetzt noch, dass wir kirchlich das machen? Oder naja, bin ich jetzt VEB, so Kirchenkombinat, weiß ich auch nicht. Das Letzte, was ich gemacht habe, war eine Jugendweihe. Aber dann weiß ich nicht mehr so genau. Was ist, du machst mal ihr Parteibuch auf und dann geht das los. Oh, ich habe hinten in der Kratzteil noch 10 Fläschchen Rot. Rotkäppchen denkt schön. Wäre ich doch einfach in der Sakristei geblieben, dann wäre mir das erspart geblieben. Ich muss erst mal nachgucken, was man da macht in dem Fall. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ne? Guck mal, das Buch ist falsch rum, ist auch seltsam. So. Und manchmal kommt an der Stelle immer so ein gewisser Zorro zur Tür rein. Ah, hier ein Zorro. Ja, da guck mal, da ist er. Pöten weg, ja. Pöten weg von der Kirche. Das ist meine. Ich bin der Zorro als Leipzig. Den hat er schon vor 10 Jahren hat er den bestellt. Und genau, jetzt ist er angekommen. Genau, so ist es nämlich, ja. Ich hab nämlich extra rüber gemacht, um die hier zu retten. Was soll denn das? Ich hab nur einen kurzen gekriegt. Ja, der ist ja gut gewesen hier. Den hab ich mir extra schicken lassen aus dem Westen. Ja, du, das kennt doch auch. Ich muss jetzt. Los, jetzt geht's ran hier. Los, können Sie mit hier. Dieser Antenne auch Westfernsehen empfangen? Das ist eine Unterschrift. So, los, komm hier, du Pittiplatsch, du. Komm hier. Los, jetzt versuch ich dir den Arsch. Dreh dich um hier. Los, komm. Umdrehen, hab ich gesagt. Das aber ist erstmal ein schönes, großes Du siehst ja aus wie von der Olsenbande. Hör doch auf, Menschenskinder. Ihr Degen ist aber nur aus Plastik. Oh. Ach du lieber Himmel. Ich sterb jetzt. Zett wie Zwickau. Wiebert! Wiebert! Was gut. Das kann man noch nehmen. Das war gut. Ich würde es auch nehmen. Das kaufen. Also das ich fand's wunderbar. Also jetzt, es war wirklich viel Schönes dabei. Was, aber da werden die Zuschauer mir zustimmen. Was natürlich noch fehlt, ist Sex. Also wenn wir das wirklich verkaufen wollen im Hauptabendprogramm, muss eine kleine Portion Sex, muss da schon noch mit reinkommen. Ja. Deswegen lasst die Ossis weg und spielt das. Aber du könntest auch mit Ossis spielen, in jedem Fall als Softporno. Viel Spaß. Oh, cool. Ah, oh, das ist wirklich der erste Porno, in dem geheiratet wird, was? Endlich mal ein Porno für Frauen. Ah, wie schön, dass ihr da seid. Hochwürden lässt nämlich heute so richtig jucken, würde ich sagen. Unter Talar wird gejodelt, möchte ich mal sagen. So. Herr Pfarrer, Herr Pfarrer. Ja? Der will mich fruchten, Herr Pfarrer. Das finde ich eine schöne Idee, du so, was Kleines. Ist denn jetzt? Muss man sich nicht hinknien da? Hm? Ich glaube schon. Wollt ihr nicht mal beide ein Schlückchen von der spanischen Fliege nehmen? Ich tröpfel mal ein bisschen drauf. Ja, hier vielleicht auch. Longo. Oh, ja, da ist er ja. Oh, Schluss jetzt mit lustig, Kleiner. Der Degen, Paule. Oh, siehst du, was du angerichtet hast? So, mein Lieber, wie willst du es denn? Auf die harte Tour? Ich habe alles dabei, was man dazu braucht. Komm, wir gucken zu. Mensch, an. Komm, wir gucken zu und spielen an uns rum. Ja! Ich dachte gegenseitig. Ach so. Ich war böse, ich war böse, ich war böse. Thank you.